Also für mich im ersten Moment, ich dachte, das ist ein schlechter Witz, das ist irgendwie ein Zufall. Also das war mein erster Gedanke. Ich dachte, Wuhan, dort bin ich gesehen, das kenne ich. Und jetzt plötzlich kennen es alle und vorher hat es niemand kennt. De la Chine serait causée par un nouveau virus. Mehrere Dutzend Fälle einer Lungenkrankheit. Im Fischmarkt in der Millionenstadt Wuhan. Das Spezielle war, als wir auf Wuhan gegangen sind, haben wir zuerst mal müssen die Weltkarten anschauen, China suchen und nachher die Wuhan eingeben, wo das überhaupt ist. Und ein halbes Jahr später hat jeder Mensch auf dieser Welt kennt, wo das Wuhan liegt. So ein die Dimensionen sind einem erst nachher daheim bewusst worden, was das eigentlich ausgelöst hat, dass wir genau in dieser Stadt gewesen sind. Am 1. Januarwochenende habe ich meine Tochter zum Tanzunterricht gebracht. Das Einkaufszentrum, in dem sich die Tanzschule befindet, war ganz verlassen. Menschenleer. Zu diesem Zeitpunkt kamen die ersten Informationen. Seid vorsichtig. Wenn ihr aus dem Haus geht, tragt eine Maske. Berührt nichts. Es gibt wohl ein neues Virus. Innerhalb kurzer Zeit wurde dieses Virus dann als das neue SARS bezeichnet. Es ist Anfang Januar 2020. Dem in Wuhan lebenden Italiener Lorenzo Mastrotto wird klar, dass in der Metropole ein mysteriöses Virus grassiert. Am 5. Januar gibt die WHO, auf Veranlassung Chinas, offiziell bekannt, dass in der Region Wuhan Fälle von Lungenentzündungen unbekannten Ursprungs aufgetreten sind. Am 23. Januar fordert Wuhan die gesamte Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben. Es wird ein Lockdown verhängt. Ein Begriff, den wenige Wochen später auch Europa und die Schweiz kennenlernen werden. Es ist der Beginn eines traurigen Kapitels, das in die Geschichte eingehen wird. Der Tag hatte wie jeder andere begonnen, ein Arbeitstag in einem Vorstadtspital. Ich hatte meine Sporttasche gepackt und geplant, bis 16 Uhr zu arbeiten, dann Feierabend zu machen und mein Leben zu leben. Tatsächlich war ich von 8 Uhr bis Freitagabend um 20 Uhr im Spital. Ich blieb ganze 36 Stunden im Dienst. Es war der Beginn eines Albtraums. Denn an jenem Tag haben wir den ersten Covid-19-Fall in Europa ohne eine direkte Verbindung zu China diagnostiziert. Mattia Maestri ist 38 Jahre alt und sportlich. An jenem Tag kommt er mit einer leichten Lungenentzündung ins Spital von Codogno. Innerhalb weniger Stunden verschlechtert sich sein Zustand so sehr, dass er in das besser ausgerüstete Spital von Lodi verlegt wird.
Ich rufe den Radiologen und sage, schau dir das verheerende CT dieses Mannes an. Dann gehe ich zu dem Patienten und bin überrascht, dass er keine größeren Beschwerden hat. Er sagte, das Atmen falle ihm etwas schwer, aber keine große Sache. Doch seine arteriellen Blutwerte waren dramatisch. Am 21. Februar bin ich nach Australien aufgebrochen. Ich war zu einem Kongress eingeladen. Bereits am Morgen des 22. wurde ich von Nachrichten über den Patienten in Codogno und über Erkrankte in Scavonia überflutet. Wie kann ich es beschreiben? Ich wollte etwas tun, aber ich war weit weg und noch immer unterwegs. Ich habe also gleich nach meiner Ankunft das Ticket umgetauscht und bin am nächsten Tag zurückgekehrt. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, was da los war. Es ist wie eine Flutwelle. Patienten in der Notaufnahme, Infektionskrankheiten, alles Patienten und Mitarbeitende. Scavonia, Dolo, Mirano, Venedig, die reinste Katastrophe. Meine erste Reaktion, das sind zu viele Fälle. Ich dachte, wir stehen vor einer Epidemie. Codogno wird abgeriegelt. Ich erinnere mich, dass es einen Fall in Lodi gab, also hier bei uns in der Nähe. Ein Mann habe sich angeblich mit dem Coronavirus infiziert. Solange es in China ist und von China gesprochen wird, schenkt man dem Ganzen wenig Beachtung. Egoisticamente parlando, perché noi siamo qui. Wenn man dann hört, dass es in der Nähe aufgetreten ist, etwas Neues ist und keiner weiß, wie man es heilen kann. Dieser Mann war dann lange intubiert. Es war nicht einfach für ihn. Natürlich gibt einem das zu denken. Ich war in Sorge. Ich bin immungeschwächt, da ich seit 20 Jahren eine Krankheit habe, die mit Immunsuppressiva behandelt wird. Ich sagte, mir kann das nicht passieren, mir doch nicht. Ich habe auf nichts verzichtet, es wusste ja keiner was. In diesen Tagen bin ich zu einem Hockeyspiel gegangen, ins Restaurant, ins Café, ins Einkaufszentrum und ich habe weiter gearbeitet. Ich fuhr in öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. Die Züge kamen auch aus Italien. Am Sonntagnachmittag habe ich mir in Bellinzona den Fasnachtsumzug angeschaut. Ja, meine Damen und Herren, im Grunde genommen haben wir einen solchen ersten Fall natürlich erwartet. Und jetzt ist er eingetroffen und jetzt wird genau das gemacht, was wir auch vorbereitet haben, was auch der Kanton Tessin vorbereitet hat. Il paziente è un settantenne, vive in Ticino, è stato infettato. Ich erinnere mich an dieses sehr hohe Fieber. Es sank mit Antipyretika, stieg aber gleich wieder. Das Röntgen ergab eine bilaterale Lungenentzündung. Ich wurde sofort ins Spital eingeliefert, in Isolation. Der erste offiziell Infizierte in der Schweiz war nach ein paar Tagen geheilt. Heute nimmt er an einer Antikörperstudie teil.
Fast ein Jahr später fürchtet er immer noch, als derjenige zu gelten, der das Virus ins Land eingeschleppt hat. Ich merke, die Leute haben Angst. Sie wissen nicht genau, wie die Dynamik ist, die Übertragung verläuft und was es heißt, immun zu sein. Mir scheint, es besteht immer noch ein wenig der Eindruck, man sei Virusträger. Am 25. Februar ist Bundesrat Alain Berset für ein Treffen der europäischen Gesundheitsminister in Rom. Italien scheint bereits in Schwierigkeiten. Während des Treffens erfährt der Schweizer Minister vom ersten Fall im Tessin. Zu jenem Zeitpunkt wird die Inkubationszeit des Virus auf 14 Tage geschätzt. Ihm wird klar, dass die Schweiz im Verzug ist. Das Virus ist seit mindestens 2 Wochen im Land. Zur gleichen Zeit treffen sich die kantonalen Gesundheitsminister in Bern. Das Tessin schlägt Alarm. Doch für viele ist das Virus noch weit weg. Ich kann Ihnen sagen, dass man uns vom 25., 26. Februar an auslachte, als ich mit dem Bundesrat in Kontakt war, als wir um Grenzkontrollen baten, um dringende Maßnahmen. Nicht-Covid-Patienten kommen hierhin, Covid-Patienten in den Warteraum. Dort haben wir 4 Covid-Plätze eingerichtet. Wir haben genug Inhalationsmaterial, wir haben genug für die Sauerstoffversorgung. Wir sind bereit. In 4 Tagen entstanden 2 neue Abteilungen. Das sagt alles. Es sind nun 7 Patienten in der Chirurgie C. Wir beginnen jetzt auch den 4. Stock zu belegen. Am Freitag, den 6. März, fühlte ich mich müde. Es fühlte sich wie leichtes Fieber an. Als ich abends nach Hause kam, hatte ich erhöhte Temperatur. Wegen meiner Krankheit habe ich sofort den Arzt angerufen. Am Samstag ging ich zum medizinischen Zentrum. Ich wurde untersucht und geröntgt. Meine Lungen waren einwandfrei. Es wurden 2 Abstriche gemacht. Einer für die üblichen Viren und dann ein Corona-Test. Ich hatte natürlich Panik. Ich war sehr beunruhigt. Am Samstagabend wurde ich angerufen. Der Abstrich für die üblichen Viren, wie eine gewöhnliche Grippe, Bakterien oder eine normale Lungenentzündung, war negativ. Das Ergebnis des Corona-Tests stand noch aus. Das Wochenende war ein Albtraum. Ich habe auch ständig meinen Partner angerufen und gesagt, heute gab es so und so viele positive Personen, heute gab es weitere Personen. Denn es war von 50 bis 60 Fällen im Kanton Tessin die Rede. Wir arbeiten in Schichten von 12 Stunden und 45 Minuten, normalerweise höchstens 3 bis 4 Tage. Aber jetzt sind wir immer da. Wenn man gebraucht wird, ist man da. Am Montag um 13 Uhr kam der Anruf. Elena, du bist positiv. Außer Fieber hatte ich keine Symptome. So, letzter Tag der Quarantäne. Ich bin 26, habe noch nie geraucht, trinke nur selten und habe keine Krankheiten.
Es hat eigentlich ganz unspektakulär angefangen. An einem Wochenende fühlte ich mich auf einmal unwohl. Es ging mir nicht gut, mir war heiß. Und am Mittwoch wurde es auf einmal schlimmer. Am Mittwoch war ich total erledigt, konnte nicht mehr aufstehen. Und weil ich ein Praktikum im Spitalumfeld machte, hat man mir geraten, mich testen zu lassen. Heute Morgen haben wir also 35 Covid-Patienten, davon 32 Intubierte. Ich habe gesehen, dass die Station 12 voll ist. Der nächste Schritt ist die Notfallstation C mit 13 Betten. Sobald Räume frei werden, können wir sie beziehen. Wir haben die Beatmungsgeräte, wir haben alles, was es braucht. Alles in einem Tag? So schnell wie möglich, in einem Tag. Schweiz den ersten Todesfall wegen des Coronavirus gibt. Gestorben ist heute eine 74-jährige Frau im Kanton Waadt. Al giovedì. Am Donnerstag fiel mir ab der Mittagszeit alles schwer. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag rief ich dann um 3 Uhr den Krankenwagen, da ich es kaum ins Bad schaffte. Ich hatte Atemnot. Mi mancava il respiro. Das Ergebnis kam am Donnerstag und dann. Entschuldigung. Es kam am Donnerstagnachmittag. Ich war Covid-positiv. Ich musste in Quarantäne in meinem Zimmer, totale Isolation. Meine Mitbewohner durften sich im Rest der Wohnung frei bewegen, aber nur einzeln. Sie brachten mir Essen und Trinken. Wir haben es ziemlich ernst genommen. Ich konnte nicht mal mehr nach unten laufen. Sie haben mich mit einem Stuhl getragen. Ich hatte keine Kraft. Meine Mama kam herbeigeeilt. Ich habe sie vor dem Haus gesehen, aber wir konnten uns nicht mal grüßen. La situation est difficile, mais nous avons les moyens et nous sommes en mesure d'y faire face sur le plan médical. Es ist Freitag, der 13. März. Die Schweizer Regierung kündigt erste Schließungen an. Das Tessin sperrt zudem einige Grenzübergänge zu Italien. Il Covid-19 si espande rapidamente in Svizzera e fa altre 2 vittime proprio in Ticino, dove nelle ultime 24 ore si è registrata un'impennata di casi positivi. Wenn wir so weitermachen, sind unsere Kapazitäten in 3 Tagen ausgeschöpft. Es ist das, was ich schon die ganze Zeit sage. Verzögern wir den Peak oder nicht? Darum geht es. Die Zahl der neuen Fälle, die wir jetzt haben, ist Tag für Tag angestiegen. Ab dem 12. Tag ist sie höher als erwartet. Jeden Tag sind es mehr neue Fälle. Das Worst-Case-Szenario ist bereits überschritten. Wenn du das aus China hörst, denkst du, ich kann das besser und bei dir stirbt keiner. Stattdessen müssen wir erkennen, dass die Chinesen es genauso gut können wie wir, dass wir genauso machtlos sind. Jetzt sterben also Menschen. Am Samstag konnte ich nicht mehr liegen und ich hustete eine halbe Stunde bis eine Stunde am Stück, den ganzen Vormittag. In der Notfallstation hat man mich geröntgt. Man sagte mir, es sei eine Lungenentzündung.
Ich wurde auf die Station gebracht und da fing das Fieber an, richtig zu steigen. Es ging über 38, 39. Mein Atem wurde schneller und dann in der Nacht, nachdem ich vielleicht bloß eine halbe Stunde auf der Station gewesen war, teilte man mir mit, ich müsse auf die Überwachungsstation. Und da sagte die Krankenschwester, die Sättigung ist nicht ausreichend, sie haben nicht genug Sauerstoff im Blut. Dann bekam ich Sauerstoff, die ganze Zeit. Ich wurde nach Locarno gebracht. Ich bin auf der Intensivstation und hänge am Sauerstoffgerät. Gestern habe ich eine experimentelle Behandlung erhalten, die in den nächsten 24 bis 48 Stunden anschlagen und die Lungenentzündung etwas eindämmen sollte. Ich hoffe, ich schaffe es. Es ist schrecklich. Heute Nachmittag hat der Bundesrat entschieden, die außerordentliche Lage gemäß Artikel 7 des Epidemiengesetzes anzuordnen. Montag, 16. März. In der Schweiz beginnt der Lockdown. Mit der außerordentlichen Lage geht die Entscheidungsbefugnis von den Kantonen auf den Bund über. Geschäfte, Restaurants, Cafés und Freizeiteinrichtungen müssen für einen Monat schließen. Die Regierung mobilisiert 8.000 Soldaten. Es kommt zu Hamsterkäufen. Innerhalb weniger Wochen wird ein ganzer Kontinent und dann der ganze Planet in die Knie gezwungen. Ich hatte einen jungen, gesunden Patienten mit einer viralen Lungenentzündung, die sich innerhalb weniger Stunden dramatisch verschlechterte. Ich konnte es mir nicht erklären. Man hatte ihn gefragt, ob er kürzlich in China gewesen sei, was aber nicht der Fall war. Daher bestand zu dem Zeitpunkt keine Notwendigkeit, einen Corona-Test zu machen. La necessità di dover fare il tampone per coronavirus. Gemäß den Leitlinien des Spitals darf Ärztin Malara keinen Corona-Test durchführen. Sie macht es trotzdem. Es erschien mir nicht richtig, diese Hypothese von vornherein auszuschließen. Für mich schien die Möglichkeit einer Corona-Infektion durchaus plausibel. Der Test ist positiv. Patient Mattia Maestri liegt fast 3 Wochen im Koma und wird von einer Maschine am Leben erhalten. Er wacht gerade rechtzeitig auf, um die Geburt seiner Tochter mitzuerleben. Sein Vater, der ebenfalls infiziert wurde, hat es nicht geschafft. Es war, als ob ein Schalter umgelegt wurde. Von diesem Moment an kamen viele, sehr viele. Wir hielten uns natürlich nicht mehr an die Leitlinien, das war hinfällig. Wenn jemand mit akuter Atemnot in die Notaufnahme kam, stand für uns, nach Röntgen des Brustkorbs, ohne CT, denn das ging nicht, es waren einfach zu viele, die Diagnose fest. Und wir lagen nicht falsch. Noi non abbiamo sbagliato.
Auf diesem Parkplatz machten wir, also hierhin kamen die Leute. Die Schlange ging später bis dorthin. Hier war der Eingang. Dort wurden sie nach ihrem Ausweis gefragt. Man stellte sie hier in die Schlange. Das Pflegepersonal verteilte die Leute dann, je nachdem, wo sie hin mussten. Wir hatten mindestens 20 Ärzte, vielleicht auch mehr, Pflege und anderes Personal. Hier arbeiteten 60 Personen. Wie lange haben Sie gebraucht, um alle zu testen? 3 Tage. 3 Tage? 1000 Personen pro Tag. Wenige Stunden nach dem ersten Fall in Codogno wird das Virus auch in der kleinen ländlichen Gemeinde Vo im Veneto entdeckt. Innerhalb weniger Stunden verhängt die Regierung in Rom eine Komplettabriegelung für die rund 3000 Einwohner. Auf Drängen des Mikrobiologen Andrea Crisanti beschließen die lokalen Behörden die Durchführung eines in Europa bis dahin einzigartigen Experiments. Die gesamte Bevölkerung wird 3-mal getestet. Vo wird zu einem Analyselabor, das danach weltweit als Modell dienen wird. In Vo führten wir praktisch eine zweite Erhebung durch. Diese gab Aufschluss über eine Reihe wichtiger Dinge, die uns dann helfen, die Dynamik der Epidemie zu verstehen. Nämlich, dass der Anteil der asymptomatischen Fälle extrem hoch ist, rund 40%. Dass asymptomatische Personen das Virus übertragen können. Dass der Anteil der positiv Getesteten sehr hoch war, 3%. Wir zeigten auch, dass Kinder gegenüber dem Virus deutlich resistenter sind. Die Zahl der Ansteckungen ist etwa 10-mal geringer. Und was wichtig ist, wir zeigten, dass nach Isolierung aller positiven Personen, mit und ohne Symptome, während der Rest der Bevölkerung sich frei bewegen konnte, die Übertragung komplett eingedämmt wurde. Was bedeutet das? Es bedeutet, wenn man die Tests korrekt einsetzt, braucht es keinen Lockdown. Andrea Crisanti ist Professor am Imperial College London und an der Universität Padua. Seine Studie, die später in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wird, ist eine erste wichtige Warnung. Achtung, fast die Hälfte der Covid-19-Positiven ist symptomfrei. Diese asymptomatischen Personen übertragen das Virus aber sehr effizient. Wissen Sie, was das Problem ist? Als wir die Daten aus Vo veröffentlichten, glaubte uns niemand. Die WHO, nun, sie hat alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Unter anderem sagte sie, dass es keine asymptomatischen Personen gäbe. Und wenn doch, dass die keine Überträger seien. Also eine ganze Reihe von Angaben, die auf nichts beruhten. Denn die WHO hatte eine Richtlinie ausgegeben, dass nur Patienten mit respiratorischen Symptomen, die Kontakt zu Erkrankten hatten, getestet werden sollten. Das Problem war, dass die Gesundheitsbehörden an diesen WHO-Empfehlungen festhielten. Fälle, in denen eine asymptomatische Person das Virus an andere überträgt, scheinen immer noch selten. Wir wollen deshalb vor allem die symptomatischen Fälle nachverfolgen. Noch im Juni 2020 behauptet die WHO in Genf, es gebe keine eindeutigen Beweise für einen Zusammenhang zwischen asymptomatischen Fällen und Covid-19. Damit nicht genug. Auch China hatte, obwohl es wusste, dass seit Wochen eine neue ansteckende Krankheit im Land grassierte, erst am 20. Januar bestätigt, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragen wird. Am Vortag hatte die WHO bei ihrem Besuch in Peking die Reaktion Chinas auf den neuen Gesundheitsnotstand gelobt. Sie haben strenge Gesundheitsmaßnahmen ergriffen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir sind stolz.
Durch die verspätete Offenlegung, möglicherweise auch Vertuschung der Daten zum Coronavirus, das monatelange hartnäckige Leugnen seitens der WHO und das Chaos bei der Kommunikation konnte das Virus sich unkontrolliert verbreiten. Wo war eine verpasste Gelegenheit, um die Welt vor asymptomatischen Fällen zu warnen? Dies umso mehr, als bereits in der zweiten Januarhälfte eine Ärztin aus Deutschland Alarm schlug. Camilla Rothe vom Tropeninstitut München. Am 27. Januar klingelte bei uns hier im Tropeninstitut München das Telefon und eine Autozulieferfirma war dran und hat uns gefragt, ob wir bei uns auf dieses neue Coronavirus testen können. Die deutsche Webasto-Gruppe ist einer der größten Automobilzulieferer und hat rund 10 Fertigungsstätten in China, darunter eine große in Wuhan. Im Führungsteam macht sich Sorge breit. Einer der Angestellten zeigt merkwürdige Symptome, nachdem er eine chinesische Mitarbeiterin getroffen hatte, die für 3 Tage zu Besuch in München war. Wir haben den Herrn dann eingeladen zu uns in die Ambulanz, in genau diesen Raum. Und er war eigentlich, als er kam, hatte er schon keine nennenswerten Symptome mehr. Das lag also bereits zurück, hatte also vor allem Sorge. Und dann habe ich den Abstrich gemacht. Und gegen Abend wurde ich dann angerufen vom Labor der Bundeswehr, die uns also bestätigt haben, dass dieser Abstrich positiv sei. Das war dann der erste deutsche Fall an Covid-19. Camilla Rothe identifizierte 8 Fälle, die auf Kontakte mit der chinesischen Mitarbeiterin zurückgeführt werden konnten. Die Frau selber jedoch wies keinerlei Krankheitssymptome auf. Da gingen dann bei mir relativ gleich auch, muss ich sagen, die Alarmglocken an. Wenn wir uns jetzt in den Januar noch mal zurückversetzen, ich habe mir selber den Zeitstrahl auch noch mal angesehen. Da muss man sich überlegen, am 20. Januar, also eine Woche bevor wir den ersten Fall gesehen haben, hat die WHO erst bekannt gegeben, dass es eine Mensch-zu-Mensch-Transmission, also eine Übertragung von Mensch zu Mensch, wahrscheinlich stattfindet. Also auf so einem Niveau waren wir. Sie erkennt die Bedeutung der Entdeckung und reicht einen Artikel beim New England Journal of Medicine ein. Wegen der globalen Tragweite wird er sofort veröffentlicht. Auch asymptomatische Personen übertragen das Virus. Wir haben von da ab mehrere Monate noch gegen Protokolle gekämpft. Und ich leite diese klinische Ambulanz und ich habe gesagt, wir setzen uns darüber hinweg und wir machen das so, wie wir das mit unserer Erfahrung für richtig erachten. Und dafür stehe ich gerade. Dank der Entschlossenheit von Annalisa Malara und Camilla Rothe werden neue Aspekte des Virus bekannt. Sie haben getestet, egal ob eine Verbindung zu China bestand oder nicht. Die Ergebnisse hätten Europa alarmieren müssen. Vorsicht beim Kontakt mit China. Ein Land aber reagiert sofort: Taiwan. Das war am 31. Dezember, dem letzten Tag des Jahres. Und da war dieser Post über ein unerklärliches, gehäuftes Auftreten von Lungenentzündungen in Wuhan, China. Zu jener Zeit war Lo Ji-chun Sprecher für das taiwanesische Gesundheitsministerium. In dieser Nacht fielen ihm in der Kommunikation der chinesischen Kollegen einige Warnsignale auf. Da gab es 3 wichtige Botschaften. Die erste war eine offizielle Meldung der Gesundheitsbehörde in Wuhan an die Spitäler. Es gibt einen Ausbruch von Lungenentzündungen unter Spitalpatienten. Passen Sie auf, dass Sie das Gesundheitspersonal schützen. Und die zweite Botschaft war, dass Ärzte einander rieten: Schaut, dass ihr diese Patienten isoliert.
Und die dritte Botschaft waren Chats unter Ärzten. In einem Spital habe ich schon so viele Fälle der Wuhan-Lungenentzündung. Sie dachten, dass diese wohl mit Wuhan und dem Meeresfrüchtemarkt zusammenhingen. Und erste Labortests wiesen auf SARS hin. Taiwan schlägt bei der WHO via E-Mail Alarm und fordert mehr Informationen über das Geschehen in China. Die Antwort aus Genf ist wenig hilfreich. Die WHO sagte, wir stehen in Kontakt mit Peking. Sie antworteten nicht auf unsere Fragen, sondern meinten nur, okay, danke, wir haben Ihre Meldung erhalten und das war's. Sieht so aus, als ob sie einfach alles glaubten, was Peking sagt. Offenbar hat das, was Taiwan alarmiert hat, die WHO nicht beunruhigt. Taiwan will nicht abwarten. Noch an diesem 31. Dezember beschließt das Land erste Maßnahmen. Darunter die systematische Kontrolle aller Flugreisenden aus Wuhan ab dem 1. Januar 2020 und später aus ganz China. Dank der schnellen Reaktion verzeichnete die Insel mit 25 Millionen Einwohnern, Stand ein Jahr nach Ausbruch, knapp über 900 Covid-Fälle und nur 9 Tote. Fünfzehn Tage nach der Warnung Taiwans und noch vor Entdeckung der ersten Fälle in München landet in Rom ein Flugzeug mit einer 30-köpfigen Reisegruppe, ausgerechnet aus Wuhan. Von Rom reist die Gruppe 10 Tage lang durch Europa und die Schweiz bis nach Paris, ohne Gesundheitskontrolle. Das europäische Alarmsystem schlägt an, als 5 Gruppenmitglieder nach Ankunft in Paris positiv getestet werden. Zeitnah flackert die Meldung auch über die Computerbildschirme im Bundesamt für Gesundheit in Bern. Wir haben Mitte Januar im Rahmen eines frühen Warnsystems, das man hat, mit der WHO es per E-Mail die Information bekommen, dass da so eine Reisegruppe unterwegs war, die unter anderem auch durch die Schweiz gereist ist. Die Schweiz reagiert sofort. Es ist Mitte Januar. Nur 1,5 Monate später gibt es den ersten offiziellen Covid-Fall im Land. Für Marc Vici, der die Recherchen koordiniert, ist ausschlaggebend, so schnell wie möglich die Bewegungen und die Kontakte der Gruppe zu kennen. Gemäß den Informationen, die wir bekommen haben, von dieser Reiseleiterin, sind sie durch Tessin durchgefahren und haben dort keine Pause gemacht. Ob sie an einer Raststätte vielleicht einen WC-Halt gemacht haben oder so, das entzieht sich aber meiner Kenntnis. Darüber sind wir nicht informiert worden. Das war einerseits, die Gruppe war in Interlaken. Ja, wo sind die in Interlaken? Ja, sie sind 2 Stunden, haben sie sich frei bewegt. Dann haben wir nicht gewusst, sind jetzt die unter ganz vielen anderen Touristen zusammen gewesen, mit einem Kontakt, ungeschützt, weil das hat man damals ja noch nicht gewusst. Sind sie in Einkaufszentren gewesen oder in Läden, in Restaurants. Kanton Luzern, Zug, Bern. Auch mit dem Zug waren die Chinesen unterwegs. Ihre nahen Kontakte werden aufgespürt. Die internationale Nachforschung ergibt, dass eine Frau aus der Gruppe bereits auf dem Flug von China nach Italien infiziert war. Zum Ende der Reise sind es 5 Infizierte. Man hat gewusst, in Wuhan ist der Ausbruch am Laufen. Und all die Sachen, die wir heute jetzt ja schon ziemlich gut wissen, das hat man damals noch nicht gewusst. Und ich bin schon ein bisschen nervös gewesen, im Gedanken, das könnte jetzt sein, dass das der erste Übertragungsfall innerhalb von der Schweiz dann könnte sein. Und dass man da von Anfang an eigentlich ganz nah dran gewesen wäre. Zur Erinnerung. Erst am 20. Januar gesteht Peking die Mensch-zu-Mensch-Übertragung offiziell ein. Währenddessen übernachtet die Reisegruppe aus Wuhan in einem Hotel in Sursee, Kanton Luzern. 3 Tage später, am 23., wird Wuhan abgeriegelt und von der Welt isoliert. Am 29. Januar lobt Tedros Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO, in Peking die Notfallmaßnahmen Chinas.
Einen Tag später ruft die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand aus, rät jedoch von Beschränkungen gegenüber China ab. Die WHO empfiehlt keine Reise- oder Handelsbeschränkungen oder andere Maßnahmen gegen China. Sie ist sogar dagegen. Und so gibt es bis Mitte März keine Beschränkungen auf europäischen Flughäfen. In Genf stehen die Skifahrer vor den Gates dicht an dicht. Sicher der Punkt, wo man heute sagt, wo Europa, nicht nur die Schweiz, sondern Europa nicht reagiert hat, ist das ganze, die ganze Einschränkung mit der Reise gewesen, oder? Also, dass man nicht gesagt hat, man darf nicht mehr oder man soll nicht mehr nach China reisen. Heute muss man sagen, das würde man jetzt sehr wahrscheinlich sehr, sehr viel früher sagen und sagen, ja, hey, das ist ein Problem. Und das ist sicher etwas, wo man kann sagen, da hat nicht die Schweiz, aber da hat die Welt versagt. Man hat die Ausbreitung außerhalb von China völlig unterschätzt. Daniel Koch, Mr. Corona der Schweiz bis zu seiner Pensionierung Ende Mai 2020, erhielt Anerkennung für sein ruhiges Agieren in heiklen Momenten. Ja. Die grosse Überraschung für Europa kam, wo man in Italien plötzlich Todesfälle gesehen hat. Und das war ganz klar von Anfang an, okay, wenn wir schon Todesfälle sehen, dann ist es spät, dann haben sich schon sehr, sehr viel mehr Leute angesteckt. Und dann war ja klar, es wird nicht möglich sein, die Infektionsketten wirklich noch einzeln nachzuvollziehen. Wir sind deshalb zum Schluss gekommen, dass Covid-19 als Pandemie eingestuft werden kann. Einige chinesische Ärzte meldeten Ende Dezember erste Fälle. Taiwan bemerkte das und warnte die WHO. Camilla Rothe aus München und der Mikrobiologe Crisanti publizierten ihre Entdeckungen Anfang des Jahres in wissenschaftlichen Zeitschriften. Währenddessen vergingen die Wochen und das Virus verbreitete sich über den Globus. Die WHO aber rief erst am 11. März die Pandemie aus. Am Anfang war eine grosse Unsicherheit. Man wusste nicht, seit wann oder ja, wann ist das wirklich kommt und kann das überhaupt sein, was passiert mit dem Virus. China. Es war mehr so, dass wir einander gesagt haben, ja, hast gesehen, du bist krank geworden übrigens. Also dann im März, als wir dann das gehört haben, ja, eben, hätte ich können sein und so. Aber es waren mehr solche Sprüche untereinander. Es ist mehr nachher, wo das Ganze noch ein bisschen aufgerollt worden ist. Dann hat man gehört über, sag jetzt mal, Verschwörungstheorien, dass Amerikaner das ja, eben auf Amerika zurückgebracht haben, dass der Italiener sich ganz schlecht gefühlt hat. Dann hat man sich mehr ein bisschen überlegen. Aber im ersten Moment, die ersten zwei, drei Monate, wo wir von Wuhan zurückgekommen sind, war das noch gar nicht ein Thema gewesen, von dem her. Vom 18. bis 27. Oktober 2019 reisten rund 10.000 Sportler aus aller Welt zu den Militärweltspielen in Wuhan. Teams wie Frankreich, Schweden, Luxemburg und Italien meldeten, einige Teilnehmer hätten während und nach den Wettkämpfen Fieber, Lungenentzündungen und allgemeine Grippesymptome gehabt. Es sah aus, als hätten viele von uns die Grippe erwischt. Fast alle hatten diesen starken Husten. Mich hatte es sehr schlimm erwischt. Ich würde sagen 50-60%, mindestens aber 50% der Leute, die in meiner Nähe gewesen waren, wurden krank. Wir hatten alle ungefähr dieselben Symptome. Als dann Monate später das Thema Coronavirus aufkam, vermuteten wir, dass es das gewesen war. Einige aus dem Schweizer Team der Orientierungsläufer werden während und nach den Wettkämpfen ebenfalls krank. Belege für eine Coronavirus-Infektion gibt es aber nicht.
Wir finden heraus, dass ein Analyselabor in Bern Blutproben der 10 Teammitglieder für einen Routinetest Anfang März 2020 aufbewahrt. Wir erhalten Einblick. Wenn es Antikörper gab, könnten sich die Schweizer Sportler in Wuhan mit Covid-19 angesteckt haben. Aber es ist viel Zeit vergangen. Nur noch 2 Blutproben sind im Kühlraum, und zwar die beiden der Medaillengewinner von Wuhan, Matthias Kieburz und Florian Howald. Extrem geschwitzt in der Nacht. Ja, und dann am Tag darauf hatte ich am Abend noch ein bisschen Fieber. Gehabt. Und habe mich einfach nicht wohl gefühlt, müde gewesen. Aber ja, eben einen Tag später habe ich wieder den Wettkampf laufen. Von dem her, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Also, es ist nicht irgendwie eine klassische Grippe, die mich auch an der Form festgekostet hat. Sonst wäre es nicht machbar gewesen, nachher am Tag darauf so eine und der Resultat, Leistung zeigen. Das Resultat war gut? Ja, eben am Tag darauf haben wir die Staffel gewonnen, über die Schlussstrecke gelaufen. Eine von denen. Goldmedaille konnte ich noch sichern für das Team. Von dem her, ja, ja, das ist alles gut gewesen. Matthias Kieburz und Florian Howald zählen zur internationalen Elite im Orientierungslauf. Als sie mit 3 Goldmedaillen aus Wuhan nach Hause zurückkehren, ahnen sie noch nicht, was wenig später in der chinesischen Metropole passieren wird. Ausgerechnet in den Spitälern, in denen auch ein Teamkollege von ihnen behandelt wurde. Der eine hat sich verletzt beim letzten Wettkampf. So wie ich sie in Erinnerung habe, ist er daheim krank geworden. Aber ja, also auch irgendwie eben, vielleicht noch geschwächt von der Verletzung und von der Flugreise und so. Aber ja, er ist eigentlich der, der vielleicht noch am ehesten in Kontakt war, weil er dann dort ins Spital musste. Ja. Gut, ich muss sagen, ich habe von diesen Blutproben gar nicht etwas noch gewusst, dass die ausbewahrt werden, weil das ein einfacher Blutabstrich war, zum Eisen zu kontrollieren, wie man das als Sportler ab und zu macht. Also ich habe gar nicht gewusst, dass die noch zur Verfügung stehen. Und eigentlich über das Projekt habe ich wirklich erst über euch erfahren und ich habe mir das gar nicht überlegt, weil ich auch die Möglichkeit gar nicht wahrgenommen habe. Ich erinnere mich, dass gegen Mittag die Zimmertüre aufging und eine Maschine hereingeschoben wurde. Dahinter 5 oder 6 Personen, Anästhesisten, Ärzte, Pfleger. Sie sagten mir, Elena, wir müssen sie intubieren. Das war wie ein Schlag für mich. In dem Moment sah ich, begriff ich es nicht, war wie vom Blitz getroffen, ich verstand nicht warum. Ich hatte nicht gedacht, dass ich so schwer erkrankt war. Ich rief meine Mutter an, die erste Person, und sagte, sie müssen mich intubieren. Ich hatte es selbst erst eine halbe Stunde zuvor erfahren und wusste sonst nichts. Dann gab ich ihr den Anästhesisten. Ich konnte nicht einmal meinen Partner anrufen, um ihm Bescheid zu sagen. Dann weiß ich nichts mehr, bis ich wieder aufgewacht bin. Das war am 31. März. 2 Wochen später. Dopo 2 settimane. Da bin ich wieder. In der Notfallstation nach 3 Tagen in Freiheit. Wegen fürchterlicher Schmerzen im Brustkorb rechts, die auch die Atmung beeinträchtigen. Ich kann nicht liegen, nur aufrecht sitzen. So geht es seit 24 Stunden.
Der 24-Tags sein Tür. Man hat mich hingelegt, um einen Ultraschall zu machen, um einmal zu schauen. Nicht einmal ganz flach. Solche Schmerzen. Zum Glück wirkt das Morphium. Es tut weniger weh. Aber ich habe trotzdem Angst, dass der Schmerz wiederkommt, dass es noch nicht überstanden ist. Das Labor in Bern, das die Blutproben der beiden Schweizer Sportler aufbewahrt, die im Oktober an den Wettkämpfen in Wuhan teilgenommen hatten, erlaubt uns, eine serologische Untersuchung der Proben durchzuführen. Es ist die einzige und letzte Möglichkeit, allfällige Spuren des Virus im Blut der Sportler nachzuweisen. Sie haben gesagt, März. Die Infektion wäre im März gewesen. Also März die Blutprobe. Die Blutprobe, ja, und die Erkrankung? Oktober. Das ist die große Frage. Ach so, so lang ja. Schon. Oh. Ja, ja, schauen wir mal. Aber ja, das ist eine relativ lange Zeit. Und so nach dem, was wir heute wissen, also man kann nicht garantieren, selbst wenn dort das schon als Kopf war, dass wir jetzt noch etwas sehen. Aber also, es würde mich sehr erstaunen, wenn der positiv ist. Also. Ah, das ist Oktober, ja. Gut, man hat ja noch nicht gewusst von dem, aber es hat es wahrscheinlich schon gegeben, muss man annehmen. Ja. Wir haben einzelne Patienten, die sich mehrfach testen lassen, in Abständen von Monaten. Und man sieht dann, am Anfang war es noch recht deutlich. Dann im zweiten Mal hat man es noch so knapp gesehen und im dritten Mal hat man schon nichts mehr gesehen, oder in den 3-4 Monaten. Hier, oder? Ja, genau. Also, das ist negativ, gell? Genau, das ist einerseits der Proval-Florian, ja. Der ja. Negativ ist. Genau. Wieso war er auch negativ? Genau, das haben wir gesagt. Ja. Wir können jetzt mit dem Testsystem nicht zeigen, dass sie die Infektion hatten. Das heisst aber nicht, dass sie sie sicher nicht hatten. Wir haben es einfach jetzt nicht können beweisen, oder? Ja, nur so. Lustige Geschichte ist noch, dass wir eigentlich versucht haben, so einen wirklich chinesischen Merit-Markt zu sehen, irgendwo, was vielleicht ein bisschen grusige Tiere hat oder so. Und jetzt im Nachhinein kann man sagen, vielleicht zum Glück haben wir dann das nicht recht gefunden, nur so einen Gemüse-Merit. Eigentlich habe ich das Resultat so erwartet. Man muss klar dazu sagen, wenn jetzt das Resultat positiv gewesen wäre, also wäre es ja schon ein bisschen eine Weltsensation gewesen. Weil eben, man hat viel von diesen Geschichten gehört, dann hat man können, wie beweisen, das hat schon im Oktober angefangen und nicht erst ein, zwei Monate später. Und ich glaube, das wäre schon ein Thema gewesen, das noch mal viral gehen und die ganze Geschichte neu aufrollen. Tatsächlich hat die Wissenschaft inzwischen bewiesen, dass das Virus in Wuhan schon wenige Tage nach der Durchreise der Teilnehmenden der Militär-WM existierte. Dies bestätigen die phylogenetischen Studien von Tanja Stadler, Forscherin und Mitglied der wissenschaftlichen Taskforce der Schweiz. Wir haben uns zu Anfang die Genomsequenzen dieses Virus, dieses SARS-CoV-2-Virus, angeschaut. Und hier sehen wir jetzt den Schweizer Transmissionsbaum. Also alle Punkte sind, repräsentieren Genomsequenzen von positiv getesteten Schweizer Personen. Also die Genomsequenz des Virus, ganz wichtig, nicht des Menschen. Und wir sehen, wie diese Viren verwandt sind. Und die haben alle einen Ursprung. Anhand von den Mutationen, wie die sich geändert haben, kann man zurückberechnen, wann war der Ausbruch, wann hat alles angefangen. Und da kommen wir so auf Mitte, Ende November in China, in Wuhan, dass diese Pandemie gestartet hat. Mit der Mathematik lässt sich der Zeitpunkt der Virusausbreitung rekonstruieren.
Wasser aber speichert Spuren aller Elemente, die in der Umgebung vorhanden sind. Das sind die Proben, die wir seit Ende Februar genommen haben, dank der grosszügigen Mithilfe der Kläranlagenbetreiber in Tessin. Dann haben wir zusätzlich noch Lausanne und Zürich, wo wir dann rückblickend analysieren können. Die Forschungsanstalt EAWAG Dübendorf hat Covid am 29. Februar 2020 im Abwasser des Kantons Tessin nachgewiesen. 4 Tage nach der Identifizierung des vermeintlichen Patienten Null. Hat man in Dübendorf daran gedacht, noch weiter in der Zeit zurückzugehen? Vielleicht war das Virus schon vor dem 25. Februar im Wasser. Im Tessin hat keine Kläranlage ältere Proben aufbewahrt. Die oberste Gesundheitsbehörde in Rom beschäftigt sich seit 25 Jahren mit Umweltvirologie. Schon fast 15 Jahre lang wendet sie ihre Techniken bei der Untersuchung von Wasser aus städtischen Kläranlagen an. Dorthin gelangt jedes Virus über den Kot und Urin der Bevölkerung. Aus den entnommenen Proben lassen sich genetische Sequenzen isolieren, die in einem komplexen Verfahren mit Sequenzen in weltweiten Datenbanken verglichen werden. Dies ist die Beschreibung des gefundenen Genoms, das mit unserem identisch ist. Das erste auf der Liste ist das am nächsten Verwandte. Es besteht eine Übereinstimmung von 100%. Oben sehen wir unsere Probe und darunter die gesuchte Probe. Sie sind vollkommen identisch. Wir haben also eindeutig SARS-CoV-2 identifiziert. Am 24. Februar bestätigt sich für das Team von Giuseppina La Rosa, das Virus ist im italienischen Abwasser. Über 2500 Proben lagern in den Gefrierschränken des Instituts in Rom, Resultat von fast 15 Jahren Arbeit, konserviert bei minus 70 Grad. Zu diesem Zeitpunkt verwendeten wir Proben aus unserer Datenbank, um eine retrospektive Studie durchzuführen. So gingen wir in der Zeit immer weiter zurück, um herauszufinden, inwieweit das Virus bereits vor den gemeldeten Fällen verbreitet war, wie von vielen Wissenschaftlern angenommen. Wir konzentrierten uns auf die Proben der vorgehenden Monate Oktober bis Februar, insbesondere aus den 3 Städten Mailand, Turin und Bologna. Sie liegen nicht weit von Codogno entfernt, der Stadt, in der wir die Person identifiziert hatten, die wir für den Patienten Null hielten. Tatsächlich fanden wir, was wir erwartet hatten: Positivität für das SARS-CoV-2-Genom in Proben, die wir im Dezember, genauer gesagt am 18. Dezember, in den Städten Mailand und Turin entnommen hatten. Und in den Januar-Proben aus Bologna. Das Virus gab es also schon 2 Monate, bevor der erste Fall gemeldet wurde. Das heißt, das Virus war bereits Mitte Dezember 2019 in Norditalien im Abwasser vorhanden. 5 internationale Experten hatten die Entdeckung des Teams um Giuseppina Rosa überprüft, bevor sie in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse der Studie regten weitere Wissenschaftler an, ebenfalls ältere, bei Minusgraden aufbewahrte Proben zu untersuchen. Eine Untersuchung der Universität Mailand konnte das Coronavirus im Masernabstrich eines Kindes von Ende November 2019 nachweisen. Bei einer anderen Forschungsarbeit wurde es sogar in einer dermatologischen Biopsie vom 10. November gefunden. Europa hatte also schon 3 Monate mit dem Virus zusammengelebt, ohne es zu bemerken. Erst die Umweltvirologie brachte es ans Licht. Zu diesem Zeitpunkt wusste man ja noch gar nicht, wonach man suchen sollte. Die genetische Sequenz des Virus war noch nicht bekannt. Am 10. Januar 2020 wurde diese kostbare Information veröffentlicht. Doch erst die Fälle Ende Februar machten uns bewusst, dass wir kurz vor einer Pandemie standen. Vielleicht können wir neue Viren in Zukunft dank der Umweltvirologie schneller im Abwasser nachweisen
und daraus Schlüsse über ihre Verbreitung ziehen. Bei der nächsten Epidemie könnte dies der Schlüssel für ein besseres Krisenmanagement sein. Sie spricht nicht nur mit den Lippen, aber sie kann sich gut verständlich machen. Aber sie ist zumindest wach. Sie ist wach. Die Mutter habe ich schon angerufen. Sie freut sich und... Haben wir die Nummer? Kommt. Claudia, du musst die Familie anrufen und sagen, macht euch bereit für einen WhatsApp-Anruf. Das ist Teamarbeit. Super, hallo Robi, wie geht es? Gut, und selbst? Gut, gut. Geht ihr zu ihr? Ja, wir machen einen Videoanruf bei der Familie. Guten Abend, hallo. Salve. Wir gehen jetzt rein. Buonasera lei. Wir sind drei Pfleger und gehen jetzt ins Zimmer, okay? Okay. Ja. Okay. Okay, los geht's. Ich erinnere mich an den Moment, als ich die Augen öffnete. Es kam mir vor wie im Paradies, ich weiß auch nicht. Aber in diesem Moment fragte ich mich, Elena, was ist passiert? Kaum zwei Sekunden später, Elena, du lebst. Elena, du lebst. Elena, sei viva. Elena, sei viva. Elena, schauen Sie mal, wen ich mitgebracht habe. Elena, kennen Sie sie? Seit wann bist du aus der Intensivstation raus? Jetzt wird es dir von Tag zu Tag besser gehen. Du wirst sehen. Du besiegst diese Bestie. Komm, Elena, bitte, du schaffst das. Du schaffst das. Frau Faggetti, ich bin Avena, die Palliativärztin, die sich zusammen mit den Kollegen der Abteilung um ihre Mutter kümmert. Wir möchten Ihnen Gelegenheit geben, sich zu verabschieden. Die Brille aufsetzen, nochmals die Hände desinfizieren und die Handschuhe anziehen. Ich kann nicht näher kommen, Mama. Ich kann dich nicht umarmen. Wie geht's dir, Mama? Wir müssen Abstand halten. Schickst du mir einen Kuss, Mama? Sie war nicht so für Umarmungen und Küsse. Ich glaube, ich habe ein Foto zu Hause, als ich klein war. Wir waren am Meer und sie hielt meine Hand. Viele Grüße von allen. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt viele unserer alten Freiheiten wieder. Restaurant, Bars sind offen. Mitte April kündigt die Regierung Lockerungsmaßnahmen an. Dann kommt der Sommer mit einer beruhigenden Entspannung der Lage. Doch im Herbst trifft uns eine zweite Welle, die noch viel heftiger ist als die erste. Dieses Mal ist auch die Deutschschweiz stark betroffen. Die Zahlen und Statistiken, mit denen wir tagtäglich überhäuft werden, bieten wenig Sicherheit. Eines ist jedoch unstrittig: die Zahl der Toten. 2020 gab es bei der Sterblichkeit zwei Höhepunkte, im April und im November.
Schon in den Jahren 2015 und 2017 hatte es aufgrund von Grippeepidemien ähnliche Zahlen gegeben. Das Virus trifft nicht alle gleich hart. Unter den Opfern sind in erster Linie ältere Menschen. 70% der Verstorbenen sind älter als 80 Jahre, 20% zwischen 70 und 80. 2020 verzeichneten wir weltweit fast 2 Millionen Todesfälle infolge von Covid-19. Beeindruckende Zahlen. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass das Virus in dieser Zeit nicht die einzige Todesursache ist. Durchschnittlich sterben jedes Jahr 9 Millionen Menschen an den Folgen der Umweltverschmutzung, 7 durch Rauchen und 3 durch Alkoholkonsum. Die täglichen Berichte über Infizierte und Tote überschatten andere negative Auswirkungen der Pandemie, nämlich die wirtschaftlichen, sozialen und psychischen Folgen des Coronavirus. Zunächst wirken sich Pandemien und Katastrophen auf alle gleich aus. Sie treffen die gesamte Bevölkerung, ob arm oder reich. Das Problem tritt erst später auf. Wer über mehr Mittel verfügt, kann sich veränderten Lebensbedingungen besser anpassen. Zum Beispiel, wer von zu Hause aus arbeiten kann und wer nicht. Dann erst zeigen sich die Unterschiede. Sandro Cattacin, Leiter des Instituts für soziologische Forschung der Universität Genf, hat gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen die Folgen der derzeitigen Krise für die Gesellschaft untersucht. Covid hat dafür gesorgt, dass die Armut wieder zunimmt. Und dieser Trend wird sich über mehrere Jahre fortsetzen. Was sich nicht geändert hat, Reichtum und die Konzentration des Reichtums bleiben in denselben Händen. Die Zahl der Reichen hat weltweit sogar zugenommen. Die Gesellschaft wird also in zwei Hälften getrennt. Vor Covid geschah dies mehr oder weniger unsichtbar. Doch nun stehen die Mittellosen faktisch auf der Straße und lassen ein Bild entstehen, das sich einbrennt. Tausende Menschen, die vor der Eishalle von Vernet auf Nahrungsmittelpakete warten, um zu überleben, um etwas zu essen zu haben. Ich würde sagen, die Särge von Bergamo und die Essenssäcke von Vernet sind zu Symbolen dieser ganzen Krise geworden, die wir gerade erleben. Mes amours, faites attention de pas tomber. Attention de pas tomber. Die Geschäftsmiete, also die letzten 3 Monate, die Wohnungsmiete, die Krankenkassenprämien für die Kinder und mich natürlich. Strom, also etwas mehr als 8.000 Franken. Ich wäre auch bereit, auf mein Geschäft zu verzichten und irgendeine andere Arbeit anzunehmen. Sogar Putzfrau, egal was. Manche waren schon vor der Pandemie arm, andere sind es in den letzten Monaten erst geworden. Um ihre beiden Kinder zu versorgen und ihr Coiffeurgeschäft nicht aufgeben zu müssen, war Nieves Varela gezwungen, bei ihrer Bank einen Kredit zu beantragen. Ich musste trotzdem dieses viel zitierte zinslose Darlehen annehmen, um mich wenigstens ein wenig über Wasser zu halten und einige Rechnungen zahlen zu können, damit ich nicht allzu sehr im Verzug bin. So stellt man es sich nicht vor. Mit 42 an diesem Punkt zu sein, diese Grenze zu überschreiten und zu sagen, oh je, nun gehöre ich auch zu den Armen. Ich gehöre zu den Bedürftigen, die nichts mehr haben. Auf einem Konto hatte ich noch 1,15 Franken und auf dem anderen 2,35 Franken. Ich bin immer hier gewesen. Ich war mal hier, da waren noch 26 Personen hier.
Irgendwie 24 Securitas, irgendein anderer und ich. Dann war es ganz dunkel, also noch viel dunkler als jetzt. Ja, das war also ein spezielles Gefühl. Ja. So. 10. März am Abend, ich weiß, es ist irgendwo um die 6, halb 7 gsi, habe ich eigentlich heim wollen. Und in dem Moment habe ich das Telefon bekommen und da ist der CEO am Apparat, der Thomas Gottstein. Und sagt, Andreas, ich bin der Meinung, dass wir ein Unterstützungsprogramm brauchen für die Schweizer Wirtschaft, vor allem für die KMUs. Tun wir bis morgen einen Vorschlag ausarbeiten, wie so ein Programm könnte aussehen. In der Nacht vom 10. auf den 11. März 2020 wurde in diesem Büro der erste Entwurf eines Rettungspakets der Banken für kleine und mittlere Unternehmen verfasst. Ein Darlehen über 5 Jahre mit einem Zinssatz von 0%. Wir haben gesagt, ja, vielleicht für die Kleineren brauchen wir 100% Garantie. Aber was uns klar war, ist, der Bund kann das nicht selber stemmen. Er braucht Banken. Und jedes KMU, jeder Gewerbekunde hat eine Hausbank. Und es wäre schade, wenn man das Bankennetzwerk nicht gebraucht hätte. Und so ist eigentlich die Idee entstanden. Wir haben gesagt, ja, ist gut, machen wir. An was er denkt, oder? Dann sagt er, ja, tu einfach ausarbeiten, komm mit einem Vorschlag. Und dann war natürlich klar, dass ich habe schnell ein Telefon heimgegeben. Also es wird eine Nacht lang wird ich arbeiten. Und ich habe da ein paar Kollegen aufgeboten. Und wir haben das dann einfach erarbeitet. Und am anderen Tag, natürlich ein bisschen detaillierter als jetzt hier geschrieben, haben wir das ausgearbeitet, die zentralen Elemente. Und er hat das dann Thomas Gottstein präsentiert. Er hat gesagt, I like this idea. Ich finde das eine gute Idee. Auf dem können wir aufbauen. Ein Hilfspaket in Höhe von 40 Milliarden. Eine Zahl, die sämtliche Finanzkräfte des Landes mobilisieren sollte. Also zuerst habe ich an Mark Branson angerufen von der FINMA. Dann habe ich an Thomas Jordan angerufen von der Schweizer Nationalbank. Und dann mit dem Ueli Maurer. Und alle drei haben eine gute Idee gefunden. Und dann habe ich am Sergio Ermotti angerufen. Und der hat auch gesagt, er fände es eine gute Idee. Er würde das unterstützen. Wir haben heute die Verordnung verabschiedet mit allen Details, die notwendig sind, damit man morgen diese Gesuche stellen kann und damit das funktioniert. Dann kann ich mich noch erinnern, da hat es so eine Situation gegeben, wo der Ueli Maurer eine Pressekonferenz gegeben hat. Und wir sind schon voll, also fortgeschritten gewesen, in der Umsetzung des Programms. Und dann hat er gesagt, also, der Anspruch muss sein, die Schweizer Wirtschaft innerhalb von 30 Minuten müssen die Kredite gesprochen und ausgezahlt sein. Und dann denkt, oh, ja, ich glaube, wir müssen noch mal von vorne anfangen, weil 30 Minuten, das ist eine ganz andere Zeitdimension, als wir eigentlich sonst gewonnen gewesen, wie und wenn man einen Kredit freigeben. Und dann haben wir es also geschafft, vom Dienstag auf den Donnerstag den Prozess so schnell zu gestalten, dass es tatsächlich am Donnerstag am Morgen, wo es dann losgegangen ist, dass der erste Kredit tatsächlich innerhalb von, weiß auch nicht, 20 oder 25 Minuten ist der Aussage war. Diese Reha ist für mich wie eine Wiedergeburt. Ich muss erst wieder laufen lernen. Denn nach 5 Wochen im Bett, dieser ganzen Situation, dem Stress, den der Körper aushalten musste, war es nicht leicht. Ich habe Probleme beim Gehen, aber das ist normal. Ganz langsam lerne ich gerade wieder das Treppensteigen. Piano piano, a fare le scale. Zum Glück bin ich noch jung und mache schnell Fortschritte. Das hilft mir. Questo gioca dalla mia parte. Guten Morgen, Elena. Guten Morgen. Wie geht's? Es geht, danke. Wir haben eine gute Nachricht für Sie, nämlich, dass das Ergebnis des zweiten Tests eingetroffen ist. Auch der ist negativ.
Wir haben also zwei negative Tests. Das heißt. Wie schön, was für eine gute Nachricht. Die Dinge entwickeln sich gut, ihr Atmungssystem erholt sich. Danke. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Ja, ich bin so froh. Wie schön, dich zu sehen, Mama, nach so langer Zeit. Für mich bleibt die Angst, denn man weiß ja nicht, ob die Antikörper wirklich schützen. Und wenn nicht, wie geht es mir beim nächsten Mal? Schaffe ich es dann? Wird es nur eine kleine Erkältung sein, zwei Fieberschübe, oder wird es mich wieder umhauen? Ich weiß momentan nicht, ob mein Körper das in 8 Monaten aushalten würde. Während des Spitalaufenthalts hatte ich das Glück, dass ich Menschen hatte, die für mich da waren, die sich nach mir erkundigten, die fragten, wie es mir ging oder die einfach sagten, wir sind für dich da, wir denken an dich. Und meine Eltern waren immer für mich da, riefen mich an, um zu fragen, wie es mir ging. Wenn man müde und erschöpft ist, wenn der Schmerz auf der Skala bei 9 von 10 ist, nicht immer, aber von Zeit zu Zeit kann es anstrengend sein, immer auf die Frage, wie geht es dir, zu antworten. Wenn man vielleicht so 5-mal pro Tag gefragt wird, ist es manchmal ermüdend, immer wieder zu antworten. Deshalb habe ich mich schließlich entschlossen, kurze Videos zu drehen. Ich habe meine Erfahrung mit Covid in diesen Videos auf Instagram mit anderen geteilt. So konnte ich mich ablenken. Christian de Mestral ist endlich von Covid-19 geheilt. In der Zwischenzeit hat er sein Medizinstudium abgeschlossen. Er kommt aus Lausanne nach Isone im Tessin, wo er in der Kaserne eine Dienstzeit als Arzt leisten wird. Aus psychologischer Sicht hat es mich geprägt, dass ich im Spital auch andere Covid-Patienten gesehen habe. Und wenn man Menschen erlebt, die Angst haben, die glauben, dass sie gleich sterben, oder solche, die unerträgliche Schmerzen haben und das Personal nicht sofort eine Lösung findet, um die Schmerzen zu lindern, dann relativiert das einiges. Und man denkt sich, gut, vielleicht bin ich da doch besser dran. Man hat oft dieses Bild vom Sieg der Medizin, einer Medizin, die immer gewinnt. Und dann merkt man während des Studiums oder im Laufe des Lebens, dass das halt nicht immer der Fall ist. Manchmal kämpft man und gewinnt, manchmal verliert man. Heute treffen wir uns mit den Pharma- und Biotech-Firmen, den größten der Welt. Was denken Sie, wann haben Sie die Impfung? Wann ist sie bereit und wann können Sie mit der Produktion anfangen? Danke für die Einladung, Herr Präsident. Stefan Boncel, ich bin CEO von Moderna. Nur 42 Tage nach dem Bekanntwerden der Sequenz des Virus sandten wir unsere Impfung an Dr. Fauci's Team und warten jetzt auf die Zulassung der Impfung durch die FDA, damit das Team so schnell wie möglich mit der Dosierung anfangen kann. Sie glauben also, dass Sie in ein paar Monaten eine Impfung haben? Richtig. Wir verfolgen das mit großem Interesse und natürlich einer gewissen Besorgnis. Aber ich glaube, dass die Schweiz sehr gut vorbereitet ist. Dass wir auf eine Pandemie vom Ausmaß der Grippe von 1918 zusteuern, habe ich im Januar 2020 in Davos realisiert. Und in dem Moment habe ich beschlossen, bis zum Jahresende ein zugelassenes Produkt zu haben. Seit 2011 ist der Franzose Stéphane Boncel Chef des amerikanischen Pharmakonzerns Moderna. Als er beschließt, sich auf die Pandemie zu konzentrieren, steht das Unternehmen kurz vor dem Bankrott. 10 Jahre lang hatte es kein Arzneimittel produziert.
Dann steigt Bancel in den Wettlauf um den Impfstoff ein. Zur gleichen Zeit stecken sich in China nach Wochen der Ruhe Menschen wieder gegenseitig an. Moderna ist sicherlich eine Biotech-Firma, aber letztendlich das gesamte Pharma-Know-how, was halt notwendig ist, um solche Prozesse auch in einen nächstgrößeren Maßstab zu bringen, das ist natürlich das, was wir als Lonza mitbringen. Das heißt, das ist natürlich auch eine sehr schöne Synergie. Monatelang arbeiten auf der Baustelle der neuen Ibex-Anlage von Lonza in Visp etwa 1000 Personen rund um die Uhr. Das alles, um bereit zu sein, sobald der moderne Impfstoff von den Schweizer Behörden und von anderen Ländern grünes Licht erhält. Sorry. Also hier war vor 3 Monaten eine ganz große Halle. Vor 3 Monaten. Das ist jetzt alles in der Kürze der Zeit aufgebaut worden. Also wir bauen hier 3 Produktionslinien. Das heißt, insgesamt sind wir hier in der Lage, 300 Millionen Dosen pro Jahr herzustellen. Und wir stellen hier nur den Wirkstoff des Impfstoffes her. Das heißt, das Ganze wird noch bei einem Partner von Moderna in Spanien, wird das Ganze abgefüllt in Fläschchen. Hier spezifisch in Visp und auch mit dem Abfüller in Spanien beliefern wir alles außerhalb der USA. Das heißt, die Schweiz, Europa und auch Kanada und Asien. Hier befinden wir uns jetzt in dem leeren Flügel, wo wir auf 3 unterschiedlichen Ebenen die Produktionsanlagen einziehen können. Das ist ein riesiger Bereich, ist fast ein Fußballstadion, was wir hier an Volumen haben. Wir haben das immer Hotelraumkonzept genannt. Das heißt, wir als Lonza haben die gemeinsamen Bereiche, wir haben die Infrastrukturversorgung und dann hat aber jeder auf jeder Ebene sein eigenes Hotelzimmer, wo dann Privatsphäre ist. Vom multinationalen Pharma-Riesen zu einem kleinen Schweizer Start-up. Von Visp nach Marly im Kanton Freiburg. Das Unternehmen Innomedica hat seit dem Pandemiebeginn aufregende Monate erlebt. Neben der Forschung an 2 Medikamenten, einem gegen Krebs und einem gegen Parkinson, wird nun an einem Covid-Impfstoff gearbeitet. So. Dann begrüße ich Sie im Forschungslabor der Innomedica. Hier sehen Sie unsere Arbeiten der letzten 2 Jahre, was alles geklappt hat und was nicht geklappt hat. Und natürlich unser neuestes Kind nun, die Impfung. Mitte März 2020 haben die beiden Brüder Halbherr und ihr Vater eine Idee. Die Technologie, die sie erfolgreich für andere Arzneimittel nutzen, könnte auch die Grundlage für einen neuen Impfstoff gegen Covid-19 bilden. Mitten im Lockdown versuchen sie mit einem einfachen Zoom-Link das Unternehmen zu rekapitalisieren. Mich hat das sehr überrascht, wie gut das alles funktioniert. Und ja, nachher am Ende haben wir 10 Millionen Kapitalerhöhung gehabt. Nämlich haben wir in einem Herstellungsschritt haben wir wie die Hülle, so das Kügel, das Virus ist ja ein Kügel. Dann stellen wir im ersten Schritt stellen wir das Kügel her. Das ist etwas, das wir extrem gut mittlerweile im Griff haben. Auch alle unsere Therapeutik kann basieren auf diesem Kügelsystem im Nanobereich. Dann war noch der technische Kniff, wie kann ich die Virusproteine auf die Oberfläche drauf tun, sodass es nachher aussieht wie ein Virus. Und das haben wir auch auf eine sehr elegante Art und Weise eigentlich herbekommen, dass es über Elektrostatik die Virusproteine an die Oberfläche adsorbiert, sozusagen. Der In-vitro-Versuch für den neuen Impfstoff funktioniert. Bei Mäusen klappt es jedoch nicht. Meiner Meinung nach hat halt das Scheitern mit dem richtigen Neutralisationstest zu sehr viel Innovationsdruck geführt. Dass man sagt, so, ja, okay, jetzt brauchen wir wieder neue Ideen. Der neue experimentelle Impfstoff wäre jetzt da. Doch nun fehlt dem Kleinunternehmen das Geld für die klinischen Versuche. Noch aber hofft man in Marly. Eine Zulassung wäre möglich. 70 Millionen Dosen pro Monat seien realistisch. Unsere Infrastruktur mit einem sehr einfachen Herstellungsverfahren erlaubt auf jeden Fall zur Herstellung von genügend Impfstoff für unsere Nation und auch angrenzende Nationen an die Schweiz. Hallo, hallo. Okay, der Beste ist schon so unterwegs.
Hat nicht. Bist du immer noch in San Francisco, wenn ich sehe? Jo, ja. Auf meiner Couch. Hallo, Tommaso. Hallo. Bist du in St. Gallen? Ich bin in Mount Everest, wie du siehst. Okay. Also wir haben jetzt Medikament bekommen. Das ist angekommen von Genf und das hat alles perfekt geklappt. Das ist jetzt unter Verschluss, Placebo und Zverum. Und jetzt nächste Woche soll es losgehen mit den ersten Patienten, die wir rekrutieren. Aber wir können das Schiff. Sicher würde Zilke in die Tessin mitmachen, St. Gallen würde mitmachen und Chur würde mitmachen. Dann hätten wir dort vier Zentren. Wie jeden Sonntag seit dem Beginn des ersten Lockdowns sitzen die vier Czerny-Brüder am Computer. Andreas ist Infektiologe in Lugano, Thomas Onkologe in St. Gallen, Erich Virologe in Genf und Peter Radiologe in Bern. Während die Aufmerksamkeit der ganzen Welt seit Monaten auf der Forschung nach einem vorbeugenden Impfstoff liegt, beschäftigen sich die Brüder Czerny mit der Behandlung der Krankheit. So kam ihnen die Idee, ein Medikament zu entwickeln, das auf Methylenblau basiert. Die ersten Medikamente, die wir bisher probiert haben, das sind auch antivirale Substanzen, zum Teil für Antivirus entwickelt, die haben eigentlich enttäuscht. Wir können aber bisher nicht viel bieten bei den Patienten, die neu infiziert sind. Wir können sie nur beobachten und wenn es ihnen schlecht geht, können wir sie hospitalisieren und unter Umständen in der Intensivpflegestation betreuen. Der Anstoß kommt von Thomas Czerny, dem Onkologen. Er beobachtete, dass Kranke, die mit Methylenblau behandelt werden, um die Nebenwirkungen der Chemotherapie zu reduzieren, nicht an Covid-19 erkrankten. Da ist das irgendwie zusammengekommen und dann haben wir gesagt, doch, diese Substanz sollte man anschauen. Und mein Bruder Erik, der ist in Genf, der hat Kontakt mit dem Labor von der Frau Professor Caroline Tapparel. Und sie hat dann die In-vitro-Versuche gemacht, also im Labor geschaut, ob das Methylenblau gegen das SARS-CoV-2-Virus wirkt und festgestellt, dass das hochwirksam ist. Und auf dieser Idee aufbauend machen wir jetzt eben den klinischen Versuch machen. In diesen Wochen besucht das Team des Epatocentro Lugano Probandinnen und Probanden, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Hälfte von ihnen bekommt Methylenblau, die andere ein Placebo. Die Ergebnisse der Studie werden in einigen Monaten veröffentlicht. Das Methylenblau könnte unter Umständen wirken. Es ist etwa fünfmal wirksamer als Hydroxychloroquin. Wenn wir ein Medikament hätten, das die ganzen schweren Erkrankungen kann verhindern kann, wäre das natürlich ein grosser Durchbruch. Und jetzt ist ganz klar, jetzt sind wir in einer zweiten Welle und diese zweite Welle betrifft die ganze Schweiz eher stärker als die erste, weil in der ersten Welle war vor allem das Tessin, die Westschweiz, zuerst betroffen. Wir haben die Maßnahmen ergriffen für die ganze Schweiz. Die Deutschschweiz war weitgehend dadurch von einer schweren Welle verschont geblieben. Und eine solche Welle, die macht natürlich den Leuten Angst. Und man würde jetzt vielleicht so denken, ja, die Leute haben vor allem Angst, dass sie erkranken. Aber es gab kürzlich eine Sotomo-Studie vom SRF in Auftrag gegeben. Die Studie hat gezeigt, es haben 45% der Leute Angst vor der Erkrankung, vor dem Virus. Aber das sind weniger als in der ersten Welle. Es haben aber 46% der Leute Angst vor der Vereinsamung. Und das sind wesentlich mehr als in der ersten Welle. Die Angst hat in allen Bevölkerungsschichten der Schweiz zugenommen. Angst für ein, zwei, drei Tage ist normal. Aber wenn sie strukturell wird, besteht die Gefahr einer Depression. Mhm.
Und es gibt deutliche Anzeichen für ein gestiegenes Suizidrisiko in diesem Zeitraum. Vor allem unter den jüngsten und sehr alten Bevölkerungsgruppen. Denn sie sind derzeit stärker davon bedroht, dass eine Depression in schwere Selbstverletzung umschlägt. Das Portal Corona-Stress der Universität Basel meldet, dass schwere Depressionen in der Bevölkerung von 3% vor der Pandemie auf 20% Ende 2020 gestiegen sind. Wir sind alle sehr besorgt. Ich denke, das sollten wir wirklich genau beobachten. Denn die jungen Leute brauchen soziale Kontakte und Dinge wie Party machen, sich abends treffen, etwas zusammen erleben, sich austauschen. Solche Momente sind überaus wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn diese Momente eingeschränkt werden oder nicht mit den notwendigen Emotionen ausgelebt werden dürfen, dann besteht ein hohes Risiko, in ein schwarzes Loch zu fallen. Ja, man wird sicher irgendwann eine Evaluation machen und eine Bilanz müssen ziehen. Und selbstverständlich wird die Bilanz sich nicht nur mehr konzentrieren können. Hat man jetzt die Pandemie gut im Griff gehabt? Sind die Fallzahlen nicht zu hoch gewesen? Sondern man muss wirklich die Gesamtbilanz haben. Die Schäden, die durch die Massnahmen entstanden sind, nicht zu gross gewesen. Und auch dort muss man schauen, hat man nicht zu viel gemacht? Hat man nicht Schäden angerichtet, die vermeidbar wären gewesen? Und diese Bilanz, die kann man jetzt sicher noch nicht ziehen, aber gerade in der psychischen Gesundheit wird man das auf jeden Fall sehen und dann auch müssen mit berücksichtigen. Diese Krise wird unweigerlich Spuren hinterlassen. Wie schwer die Auswirkungen sein werden, müssen wir noch sehen. Nicht nur auf die Wirtschaft oder den Umgang der Gesellschaft mit Rechten und Freiheit, sondern auf die Menschen und ihre Sicherheit an sich, die stark beeinträchtigt wurde. Das heißt, ja. Ich erwarte ganz klar eine zweite Pandemie, die dann nicht mit Covid-19 verbunden ist, sondern mit gesellschaftlichen Dynamiken.